Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir sind jetzt in Part 11. In der letzten Folge haben wir den oberen Teil, beziehungsweise hier links die Gefängniszellen oder Solitary Confinement, hier die Einzelzellen, sind wir durchgegangen und, wir haben endlich herausgefunden, erstmal, wie die Taschenlampen funktionieren. Naja, zumindest so halbwegs. Haben wir? Haben wir. Okay. Und ja, jetzt haben wir endlich zwei Energiezellen bekommen, mit denen wir den Aufzug hier öffnen könnten. Und eigentlich waren wir schon unten, aber das Spiel hat entschieden, wir speichern oben. Damit wir nämlich nochmal die tolle Fahrstuhlmusik hören können. Na, frische, entspannte Musik. Perfekt. So, da mache ich mal das Licht hier ein bisschen an. Denn man erkennt hier absolut gar nichts. Leichen, Leichen, Leichen. Nur keine echten, sondern die sind alle aus. Ja, woraus macht man das? Ich sag jetzt einfach mal Plastik, Holz, ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich sehr schlechte Prothesen, aber auf jeden Fall keine echten Körperteile. Und hier geht's weiter. Ja, Six. Ach so. So, das sieht aus wie ein Raum, in dem die Puppen kämpfen. Eine Kampfarena. Mal schauen. Oho. Oh. Oh Gott. Ah, Jumpscare Nummer 1. Oh no. Oh no. Oh no. Die Hand. Fuck off. Oh, dieser Dodge. Auszuweichen. Weich mir nicht aus. Oh, ich kann ja gegen die Seite schlagen. Noch eine Hand. Oh! What? Oh! Wie ein Facehugger. Die ist mir instant ins Gesicht gesprungen. Wie eins dieser ekelhaften kleinen Aliens aus, naja, Aliens, so heißt die Reihe nun mal. Okay, ich muss schneller daran arbeiten, die andere Dreckshand zu vernichten. Denn sonst kommt ihr Buddy und der macht mich fertig. Zwei Hände gleichzeitig ist zwei Hände zu viel. Boah. Okay, ich muss einfach meinen Mann stehen. Es gibt jetzt kein Ausweichen. Oh. No, 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 no. Okay, doch. Vielleicht ein bisschen ausweichen. Knappe Sache. Ja, los, Six. Öffne den Scheiß. Jetzt stellt sich mir die Frage, hätte ich das vielleicht auch selber öffnen können? Mann, diese verdammt agilen Hände lassen sich einfach nicht treffen. Okay.
Sag bloß. Oh, ich habe eine. Ich habe eine. Sag bloß, Six kriegt das jetzt nicht auf, bis ich die letzte Hand erledigt habe. Immerhin wird sie nicht angegriffen. Oh, boah, da habe ich nochmal der anderen Hand einen krassen Schwung von hinten gegeben. Okay, wie viele Schläge brauche ich noch auf die? Ausweichen. Nee, ich soll ausweichen, nicht du. Du dumme Sau, du. Du dumme Sau. Ach, ich muss ihr helfen, glaube ich. Na, dann sind wir mal so frei. Ja, also so viel zu Arena. Im Grunde hatte ich ja recht, nur dass es nicht die Puppen waren, die gekämpft haben. Ups. Na, ich wollte das eigentlich versuchen, hier durchzuwerfen, aber das wird wohl erfolglos bleiben. Ich wünschte, man könnte ein bisschen näher an die Hände ran. Sind das echte Hände? Frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Hm. Okay. Lass mal versuchen, hier nicht entdeckt zu werden. Okay, ich werde es einfach mal riskieren. So, ich bleib jetzt mal kurz hier. Ja, diese Masken, die haben wir ja schon einmal gesehen in Teil 1. Und da war, naja, man konnte es nicht ganz erkennen, würde ich sagen, aber die Chefköche auf dem Schiff, auf dem Six war, die haben solche Masken getragen. Und die Gäste wahrscheinlich auch, zumindest erinnern diese Masken sehr an die fetten Gesichter der Gäste. Und ja, jetzt haben wir herausgefunden, wo die herkommen. Und sie werden anscheinend hier hergestellt, was doch sehr überraschend ist. Hm. Gerade die Maske hier oben rechts. Die, wo man das ganze Gesicht noch sieht. Das sieht genauso aus wie einer der Gäste. Oder wie die Gäste generell ausgesehen haben. Und die Maske direkt darunter ebenso. Und dann sind da noch ein paar. Die sehen ein bisschen anders aus. Obwohl das, ob das wohl noch Feinde sind, die man kennenlernen wird. Oder soll das einfach so nebenbei gezeigt sein? Also sind das Leute, die es vielleicht einfach so in dieser Welt gibt. Sehr interessant auf jeden Fall. Okay. Boah. Die blockt mich nicht. Der sieht ja aus wie eine fette Made. Eine richtig fette Made. Die von der Decke hängt, wie eine Spinne. Ach, eine Kombination aus zwei Sachen, die nicht unbedingt hübsch sind. Abgesehen von Porsche-Spinnen. Die sind verdammt süß. Okay, wie kommt man jetzt durch den Scheiß hier durch? Der Fett ist ganz schön gruselig. Oh, no, no, no. Zurück, zurück, zurück. Hm. Oh, was zur Hölle macht der da?
Macht er eine neue Puppe? Das hat ihm wohl nicht gefallen, der Kopf. Boah, Junge. Der sollte mal auf Diät gehen. Und etwas bodenständiger werden. Badumtsch. Ich gehe hier mal lieber auf die Matratze. Entweder macht jetzt... Na gut, Six geht einfach vor. Ich wollte schon strategisch überlegen, aber Six hat sich einfach gedacht, scheiß auf Strategie, ich will hier weg. Ugh. Okay, man muss etwas da vorne gegenwerfen. Oh nein. Man muss nach ganz hinten durch. CX, Buddy blockt mich nicht. Alter. Ich denke schon fast, der hat Windel an. Weil sein Hinterteil so lappig ist. Oh. Wait, er kann Magie. Ah, shit. Okay. Ah, er hat mit seiner Hand das Bett hochgehoben und ich habe es einfach nicht gesehen. Keine Magie. Trotzdem sehr gruselig. Ich geh wieder rein. Six, du läufst doch voll im Licht rum. Ich warte lieber noch eine Runde. Ich weiß, der guckt nicht in meine Richtung, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Jetzt direkt, wenn er weg ist. So. Ich nehme den Würfel, weil der Würfel it ist. Und dann warte ich hier hinten. So, gut. Perfekt. Schneller, 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 schneller. Oh. Ah, Scheit. Warum war die Steuerung so clunky gerade? Also, ich bin gegen irgendwas gegengelaufen. Okay, das hat er nicht gehört. Gut. Darf ich hier durch? Nein. Nein, darf ich nicht. Okay, ich muss ihn als erstes durchlassen. Versteck mich da, wo Six sich versteckt. Die ist natürlich wie immer
schlauer als wir. Ja, bewegt er sich jetzt noch? Troll dich mal. So. Leider laufe ich auch in diesem Spiel gegen Wände. Das kennt man ja schon von anderen. Also, hier crouche ich jetzt automatisch. Das ist sehr convenient, dann die ganze Zeit hier mit dem kleinen Finger drücken zu müssen. Das stört dann doch. Och. Was ist das hier? Ein Rohr. Okay. Aber jetzt verstehe ich immerhin, wie er an der Decke bleiben kann, wenn der überall so Löcher drin hat. Ich hab mir schon gedacht, seine Hände sind einfach. Naja, ich weiß nicht. Sehr klebrig. So. Wait. Klebrige Hände? Okay, ich denke einfach gar nicht weiter. So. Was gibt es hier in diesem Raum? Immerhin keinen fetten Maden-Doktor oder Therapeut. Aha. Ich das hier nicht weggedrückt. Schade. Muss ich das rausziehen? Ah, mach bloß keinen Krach. Nee, schlimmer. Ich muss reinkriechen. Und die Fliegen zeigen mir an, dass es diesmal wahrscheinlich eine echte Leiche ist. Nicht nur ein Püppchen. Der eine Vorteil vom Doktor, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ist, dass er sehr laut ist. Sehr, sehr laut. Und das heißt hoffentlich. Hoffentlich würde das auch sein, wenn er hier in der Umgebung rumläuft. Oh. Okay. Dann sollte der laut genug sein, dann werden wir immerhin informiert, dass er in der Nähe ist. Und das ist schon mal. Das heißt, keine Jumpscares, das ist schon mal gut. Schlüssel geholt. Jetzt schnell zurück. Zurück, sag ich. Nein, nein, Six, Six, Six. Verdammt.
Verdammt, du dumme Kuh. So. Danke. Wirklich. Vielen Dank. Jetzt guck nicht so doof auf den Boden. Komm mit. Komm mit. Gut. Weiter geht's. Schlüssel. Und die Türe geht auf. So, kann ich hier hochklettern? Wäre ja mal interessant zu schauen, ob wir hier oben lang können. Am Ende müssen wir das wahrscheinlich sowieso noch. Genau. Denn hier geht's auch weiter. Immer dem Instinkt. Oh, oh. Ah, gut. Es ist nur der Doktor. Ich dachte schon, es wären die. Es wären die Puppen. Die Puppen sind weit aus. Ah. Störender. Der ist recht agil für so einen beleibten Menschen. Muss ich doch sagen. So, ich bleib erstmal ein bisschen hier hin. Weg. Danke. Ah, du wirst mir hoch. Sehr nett. Ich werde einfach ignorieren, dass da etwas liegt. Jetzt, wo ich es mir doch ein bisschen angucke. Ich weiß, es kommen jetzt viele Referenzen zum letzten Teil, aber das ist einfach, weil ich glaube, dass das hier eine der wichtigeren Orte ist, die verknüpft sind mit dem Schiff aus dem ersten Teil. Diese Puppen. Vielleicht sind das sogar die Leute, die gearbeitet haben auf dem Schiff. Und diese Masken, vielleicht wurden die Masken einfach drüber gezogen. Ich weiß, die Puppen, die haben noch ein bisschen, die funktionieren ja mit so einem Licht-an-Licht-aus-System. Wenn man denen ins Gesicht leuchtet, dann bewegen die sich nicht. Aber eigentlich, wenn man diese Masken nimmt und über die stülpt, dann haben die vielleicht kein Problem mit dem Licht. Und dann würden sie aussehen wie die Köche und der Hausmeister vom Schiff. Schiffmeister. Oh. Der freut sich nicht, dass ich seine Kreatur umgebracht habe. Lass mich hier durch! Soll ich hier weggehen? Wo läufst du hin, Six?
Gott, lass mich hier hoch. Ich habe keinen Plan, was wir gerade tun. Oh, nevermind, ich hab's herausgefunden. Du bist ein Genius, Six. Und ich bin ein blinder Fisch. Okay. Oh nein. Ach, verdammt. Ich muss mal auf die KI. Ich meine, auf Six ein bisschen mehr vertrauen. Die hat irgendwie immer den richtigen Spürsinn, wenn es darum geht, sich zu naja. Oh mein Gott. Spring. Oh. Keine Zeit hier. Verdammt. Ich bin nicht perfekt hochgekommen. Ach nö. Na gut, das wird jetzt ein intensiver Jump-and-Run-Kurs. Lass mich durch. Lass mich durch. Verdammt. Warum kann ich hier nicht... Ich muss gleich mal das Schlittern üben gehen. So, das war ein besserer Sprung. Da schaffe ich es gerade so vorbei. Oh mein Gott, er hat sich selber den Weg versperrt. Ein Glück, dass der so dumm ist. Was? Hexen wir ihn? Oh. Bitte, kein Kommentar dazu. Ich weiß, das sah jetzt ein bisschen dumm aus. Gerade wo ich mich noch über den Doktor lustig gemacht habe. Na gut, also hexen wir den Doktor. Hänsel und Gretel wie ihn. Was? Six, dein Plan funktioniert nicht. Er hat mich einfach weggesnatcht. Ich muss schon sagen, ich habe etwas gegen die Idee, hier reinzusteigen. Es funktioniert. Lass mich durch, Six. Okay. Strategie analysiert. Plan festgestellt. Mittel bereitgestellt. Und jetzt schneller. Schneller. Verdammt. Okay. Schnell, hexen wir ihn. Der Junge muss gehänselt und gretelt werden. Six. Geht's dir gut, Six? Die setzt sich dahin, wie als wäre es ein Lagerfeuer. Hallo? Der Typ ist kein Marshmallow. Auch wenn er so aussieht. Tatsächlich. Das macht einen guten Titel. Na gut.
Ich schätze, das war's dann auch mit dieser Folge. Und ja, wir haben den nächsten Boss ziemlich schnell rumbekommen. Zumindest von dem, was mein Zeitgefühl mir sagt. ja, ich hoffe, das ist jetzt keine zu lange Folge. Jedenfalls, falls es euch Spaß gemacht hat, lasst doch einfach einen Kommentar da, ein Like oder ein Abo. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Notifications anmachen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.